Sonnenklar TV live vor Ort. Natürlich sind wir immer für Sie unterwegs, live vor Ort von den schönsten Orten der Welt, berichten Ihnen die besten Neuigkeiten und haben auch wirklich hochkarätige Gäste. Und wir sind natürlich auch am Puls der Zeit, wenn es darum geht, in welche Richtung gehen wir denn in der Reisebranche. Und da gibt es einen Verband, der ist einfach der DRV, der Deutsche Reiseverband, maßgeblich daran beteiligt und guckt, wohin geht die Reise. Und Norbert Fiebig ist der Präsident des Deutschen Reiseverbandes und der ist jetzt in Berlin im Gespräch mit meinem Kollegen Björn Kasper. Liebe Sonnenklar-TV-Zuschauer, wunderschöne Grüße aus der Hauptstadt, aus Berlin, beim DRV Hauptstadtkongress. Und ich freue mich, dass wir wieder dabei sind und dass Norbert Fiebig, Präsident vom DRV, sich Zeit nimmt, über die Reisebranche zu sprechen mit mir. 2 Tage DRV Hauptstadtkongress, worum geht es sich? Sie haben ganz, ganz viele Themen. Also wir haben viele Herausforderungen, da gibt es gar keinen Zweifel. Wir haben auch ein paar positive Dinge, wenn wir auf den noch laufenden Sommer gucken. Aber Herausforderungen, die sich einfach aus der insgesamt politischen Lage ergeben. Inflation, hohe Energiekosten, Fachkräftemangel. Das sind die Themen, die wir auf diesem Kongress hier diskutieren. Und eine große Herausforderung für die Tourismusbranche ist die Nachhaltigkeit. Hier wollen wir aktiver Bestandteil sein und hier rüsten wir uns, dass wir unseren Beitrag auch entsprechend leisten können, um diese enorme Herausforderung auch schultern zu können. Also wenn Sie in die Zukunft schauen, Sie haben nicht nur Sorgen. Nein, wir haben nicht nur Sorgen, aber wir haben viele Herausforderungen, die wir bewältigen müssen. Die Reiselust bei den Deutschen, die macht mir am wenigsten Sorgen, wenn wir darüber sprechen. Und das gilt, glaube ich, auch sogar noch für das nächste Jahr. Im Sommer haben wir sie klar wieder gesehen. Die Deutschen sind wieder so stark gereist, wie sie das vor Corona getan haben. Und das ist eine gute Entwicklung. Auch der Geschäftsreisebereich kommt jetzt langsam wieder. Wenn man sich die Ziele anguckt, dann ist da auch nicht, muss man sagen, nicht so furchtbar viel Neues dabei. Nach Corona, wo alle lange nicht reisen konnten, geht es wieder in die Destination, wo man sich vorher auch wohlgefühlt hat, rund ums Mittelmeer. Was sich ganz gut, etwas besser als das andere entwickelt hat, ist das östliche Mittelmeer. Mit Türkei, mit Griechenland, auch Ägypten hat sich im Sommer sehr gut entwickelt, obwohl es kein klassisches Sommerziel ist. Aber auch auf der Fernstrecke bewegt sich wieder was. Malediven liegen sehr stark im Trend. Also die Leute wollen reisen. Wenn sie dann die Mittel haben, wollen sie reisen. Vielleicht wird es auch noch einen anderen Effekt geben, wenn ich eben über Inflation gesprochen habe, dass die Leute, die so ein bisschen was in den Sparstrumpf gesteckt haben, sehen, dass die Inflation das so ein bisschen auffuttert im Moment, dass sie sagen, okay, bevor ich jedes Jahr Inflationsrate 10% im Moment, jedes Jahr 10% an Kaufkraft hier verliere, wir gönnen uns noch mal was. Das ist auch ein bisschen vielleicht die Motivation für die Leute, dann auch ihren sehr stark ausgeprägten Urlaubswunsch, und alle Umfragen sagen das, den dann auch zu realisieren. Die Wünsche sind da nach Urlaub. Auf Sonnenklar TV läuft im Moment 21 Tage Mallorca im Winter, 4 Wochen Türkei. Ist es auch ein Trend, einfach zu flüchten und die Heizung zu Hause auszumachen? Also die Angebote sind da. Das ist eine Chance für die Destination, in Saisonzeiten auch hier die Hotels voll zu kriegen, die vielleicht in der Vergangenheit nicht gefüllt worden sind für die Veranstalter. Die stellen die Produkte hier dankenswerterweise in den Markt. Wir haben insgesamt ein sehr starkes Spätbucherverhalten. Also relativ kurzfristig vor Abreise entscheiden sich die Leute. Von daher gibt es noch keine wirklich aussagefähigen Indikationen, ob denn jetzt dieser Langzeiturlaub sich deutlich von dem abhebt, was wir in der Vergangenheit gesehen haben. Aber wenn Sie in meinen Bauch fragen, das wird sich stärker entwickeln. Und was wir gesehen haben, der Trend im Reisebüro, vorhin in der Diskussion, zu Hause sich wohlfühlen, hat ein Reisebüro fast wie ein Wohnzimmer zu Hause umgebaut. Ja, das ist der Trend. Die Reisebüros von früher, wo sie gegen 6 Meter
Katalogwand gelaufen sind, die sind immer stärker in der Minderheit. Und die Reisebüroinhaber, Betreiber versuchen das so ein bisschen lounge-mäßig zu gestalten, damit der Urlaub von der Stimmung her schon ein bisschen auch bei der Reisebuchung aufkommt. Und ich glaube, das ist für beide Seiten gut. Der Urlauber kommt in eine bessere Stimmung, entscheidet sich vielleicht dann auch schneller oder vielleicht für was, was ihm vorher nicht eingefallen wäre. Und für die Kunden ist es schön, die kriegen dann noch einen Cappuccino oder was immer da gerade auf der Getränkekarte steht. Oder die Beachbar, an der würde ich dann sitzen und meinen nächsten Karibikurlaub planen sozusagen. Liebe Sonnenklar-TV-Zuschauer, 2 Tage DRV-Hauptstadtkongress. Herr Fiebig, wo geht's nächstes Jahr für Sie in Urlaub? Haben Sie schon ein Ziel? Also wir waren gerade in den USA, nach 3 Jahren mal wieder, wunderschön. Wir gehen regelmäßig nach Südtirol, das wird auch im nächsten Jahr auch wieder sein, aber auch eine Fernstrecke wird dabei sein. Liebe Sonnenklar-TV-Zuschauer, schauen Sie sich die tollen Angebote an, die wir für Sie haben und reisen Sie, haben Sie Lust auf Reisen, Sie waren lang genug zu Hause. Tschüss zurück Schön. Zu euch nach München ins Studio. Sonnenklar-TV live vor Ort.